Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute nicht alleine da, ich habe mich dabei, Danny mit dabei. Ihr kennt ihn mit Sicherheit schon, das ist mein Freund schon seit vielen, vielen Jahren mittlerweile. Und wir haben uns gedacht, dass wir heute wieder was ganz Besonderes für euch vorhaben. Und zwar kennt ihr das Format schon so ein bisschen. Danny bekommt Geld von mir. Oh ja, das ist mir das liebste Format. Und ist mit mir zu Rossmann gegangen, während ich Produkte für ein anderes Video gekauft habe, durfte Danny sich mit dem Geld Produkte kaufen. Nichts kaufen, was mir Freude macht. Doch. Das möchte ich schon mal festhalten. Eine Sache bereitet dir ganz viel Freude schon, aber wir werden heute probieren, mit den Produkten, die du gekauft hast, einen Look in mein Gesicht zu kriegen. Oh ja. Du hast ein Konzept? Ich habe ein Konzept. Und wir haben ein Gewinnspiel für euch, ihr Süßen. Das ist das Beste. Kleine Überleitung, denn auf Dannys Kanal ist ebenso gerade ein Video online gegangen. Und dort findet ihr einen Haul mit super spannenden Drogerie-Neuheiten vor allen Dingen. Aber ihr könnt was gewinnen. Und zwar verlosen wir gemeinsam einmal das komplette Neu-Catrice-Sortiment. Plus, wisst ihr, was ich euch noch raufpacke? Ich packe euch nochmal die Holy Grails und Rivalas Mi-Kollektion rauf. Die ganze? Die ganze mit PR-Box. Okay, und was muss man jetzt aber dafür tun? Gut, dass du fragst, Danny. Ihr müsst einfach meinen und seinen Kanal abonnieren und zählt bei ihm im Video die Emojis, die dort sind. Ihr kennt das Spiel von mir. Einfach rüber nach diesem Video zu ihm auf den Kanal Emojis zählen. Ist verlinkt hier, findet ihr dort und dann könnt ihr bei dem Gewinnspiel teilnehmen. Ganz wichtig, abonniert den Kanal und findet die Emojis. Genau. Du erzählst jetzt am besten mal, was du dir dabei gedacht hast. Ja, also wir hatten das schon mal gemacht vor, glaube ich, einem Jahr oder ist es schon länger her, wo ich hier auf diesem Kanal war, bei euch ganz kleinen Schokomäusen. Und ich sollte für Maxim ein paar Produkte einkaufen, mit denen er sich schminkt. Und deswegen war ich bei Rossmann und habe das so ein bisschen gevloggt. Das können wir euch jetzt mal hier einblenden. Mein Geheimnis! Dann nehmen wir das nicht. Doch, das ist kein Geheimnis mehr. Also, das ist Ansatzhaarspray, oder? Ja. Wo macht man das? Da habe ich dann ein paar Produkte rausgesucht, mit denen sich Maxim heute schminkt. Und ich würde mal sagen, wir packen die Produkte jetzt ein bisschen aus. Mhm. Und dann fangen wir auch an, oder? Ja. So, Freunde, ich bin jetzt bei Rossmann und werde jetzt verschiedene Produkte aussuchen, die den Maxim nutzen wird. Wir sind jetzt bei Essence und jetzt dachte ich mir mal, wir gucken uns mal diesen Lippenbooster hier an. Das ist doch bestimmt auch was ganz Spannendes. Den nehmen wir mal mit und ich weiß noch nicht, was das ist. Aber Maxim hat immer so was mit seinen Augenbrauen. Das nehmen wir jetzt mal diesen Augenbrauenstift mit. Der wird vielleicht auch die nötigen Schisslerwängen machen. Ich finde diesen Stil total cool hier. Wollen wir aus Maxim einen Meerjungmann machen? Oh ja, das finde ich gut. Lasst uns das mal machen. Wir nehmen jetzt hier mal sowas mit. Und dann machen wir aus Maxim einen Meerjungmann. Ja, das ist eine geile Sache. Und jetzt suche ich auch was für mich aus. Damit ihr endlich mal wisst, wie ich aussehe könnte. Ich nehme das hier auch mit. So, und dann brauchen wir auch von Revolution das Banana Baking Puder. Das klingt schon mal gut. Und jetzt ist die große Frage bei dem Concealer, welche Farbe wir da nehmen. Das ist, was würdet ihr sagen? Welche Farbe sieht nach Maxim aus? Ich würde sagen die F4. Aber ich bin mir nicht sicher. Aber die nehmen wir mal. Da ist er ja schon. Okay, aber das haben wir. Das brauchen wir nicht mitnehmen. Aber wir gucken mal, was es hier sonst so gibt. Und ich würde sagen, ich nehme jetzt das hier. Einmal habe ich mich hier entschieden für eine wirklich schöne Palette, also jetzt ohne, nicht zynisch, sondern wirklich schöne Palette von Rival Loves Me. Ich zeige euch die mal. Ich fand die Farben toll. Die ist wirklich schön. Also ich finde die, ich kannte die jetzt nicht aus deinen Videos, die ich ja immer gucke. Und jetzt kommt aber der Clou, was ich eigentlich wollte. Ich will Maxim heute zum sexiesten Meerjungmann-Frau machen. Und da habe ich mir das hier angeschaut. Ihr schaut ja hier oben mal die Stirn euch an. Da sind so Schuppen und so. Also hier drauf sieht das genial aus. In der Wirklichkeit kann ich mir schon vorstellen, dass es nicht so genial wird. Nichts mit dir, mein Hase. Dann habe ich was Schönes für mich gekauft, weil ich seit 3 Jahren euch was von Tigern erzähle. Und das habe ich mir gedacht. Fuchs steht da drauf. Na gut, dann werde ich heute zum Fuchs. Oh, es war so ein teurer Einkauf. Wie gesagt, ihr könnt in dem anderen Video sehen, was wir alles gezahlt haben. Also ich von seinem Geld. ich habe noch etwas für meinen Look. Ihr habt ja gesehen, ich werde ja zu Füchsin. Ich habe mir noch das hier ausgesucht. Oh, mir hat das hatte noch ein bisschen Geld übrig. Na, dachte ich mir, geben wir mal aus. Okay, ich würde vorschlagen, ich fange an mit meinem Primer. Den hast du dir ausgesucht. Geht auch als normal. Willst du mich mit Regenbogenohren oder ohne? Kannst du ruhig rauflassen. Ja, aber mit oder ohne Regenbogenohren? Wie du möchtest.
Einmal den Holy Grails Primer und ich hole euch mal ein Stückchen näher ran. Okay, du hast dir die Foundation in der Farbe F4 ausgesucht. Das ist richtig. Ja. Meinst du, ich sehe dann so aus? Wenn du es probierst. Oh ja, das ist, muss ich mir mal hier so rein, so mein kleines Vorbild mal so hinmachen. Und ich habe hier den kleinsten Stift der Welt. Freunde, heute ist also Synchronschminken mit Maxim. Zwei verschiedene Looks, einmal Meerjungfrau-Mann und einmal Tigerkatze. Aber ich glaube, ich werde das nicht so ganz in mein Gesicht verteilen, oder? Und Ohren habe ich ja auch schon. Also ich würde sagen, die Foundation passt genauso gut, wie wenn ich meine Foundation aussuche. Das ist F4. Nämlich gar nicht. Ich glaube, ich bin F9. Echt? Hm. Aber das ist so dunkel. Ja. Echt so dunkel. Naja, schau mal, wie hell die Foundation ist. Mehr junge Männer kommen halt selten genau ins Licht. Das war so die Intention dahinter. Ich habe so in Erinnerung, dass diese Aquarellfarben so schwer rausgehen. Du brauchst Wasser dafür. Okay, also die Foundation, ich habe die früher sehr, 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 sehr gerne gemocht. Mittlerweile hat sich ja mein Make-up-Stil so ein bisschen verändert, würde ich mal behaupten. Und mir ist die viel zu matt. Aber für, schaut mal, ne, für den Meerjungfrauen-Look könnte das Ganze gar nicht so schlecht sein. Concealer hast du nicht mit ausgesucht, da nehme ich jetzt einfach einen von mir. Wobei, ich kann auch noch ein bisschen von dem Dings benutzen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, Freunde, ob ihr glaubt, ob das Ganze was wird und ob ihr versteht, was Danny sich dabei gedacht hat. Ich verstehe es nicht, aber ich habe das Gefühl, dass eine Schnecke über mein Gesicht gelaufen ist. Warum eine Schnecke? Also das ist ja der blödste Pinsel der Welt. Der ist so klein. Naja, mein Gesicht sieht aus, als ob da so eine Schnecke drüber gelaufen ist, als ob mir jemand einen Vogel drauf gequotet hat. Darf ich das sagen? Ja. Naja, auf jeden Fall ist es doch schön, dass wir hier wieder bei Maxim sind und ihr euch vergnügen könnt, wie sich zwei Männer schminken. Okay, also Farbe ist tatsächlich komplett... Oh, du bist total hell. Du siehst aus wie Geisha. Ja. Sehr süß. So, und das ist halt jetzt meine Angst, dass das Puder zu gelb ist. Ich gehe jetzt hier mal kurz an meine Zauberschublade, hol mir den hellsten Concealer, den ich habe, weil... Ich wünsche mir Schokolade. Hat nicht geklappt. Nee. Trash. Oh Gott, Freunde, was wird das hier? Ist es so schlimm mit der? Naja, das Problem ist, wenn die Foundation nicht passt, dann ist es schon recht schwierig. Aber da ich ja jetzt eh gleich zur Meerjungfrau werden soll... Meerjungmann, die gendern keine Comicfiguren. Aber die Meerjungfrau. Benutzt du die Aquarellfarben hier nochmal oder kann ich ja, für Halloween dann. Ich glaube, dieses Jahr fällt Halloween auf meinem Kanal aus. Aber können wir ganz kurz darüber reden, dass das... Also du hast eine Vorlage. Ja und? Und das ist das Ergebnis? Ich probiere jetzt das Puder aus. Darf ich das nicht machen? Du darfst machen, was du möchtest. Also das Problem ist halt, dass das Puder jetzt wahrscheinlich ganz dramatisch sein wird. Ich nehme das so lange versprochen. Schaut mal, wie gelb das ist. Ich nehme jetzt hier mein Microfiber-Tool. Und gehe damit in die Farbe 95. Schaut mal, das ist halt viel zu gelb. Einfach nur, um es grob zu setten. Jetzt muss ich mir mal einmal kurz das... Was habe ich falsch gemacht? Jetzt siehst du aus wie ein Waschbär. Ich? Ja. Wie ein Waschbär? Bronzer? Was hast denn du für Farben rausgesucht? Farben, die nur mehr Jungmänner tragen können. Den Facefinity Bronzer Powder in der Farbe Warm Tan. Jetzt im Vergleich zu mir. Ich probiere jetzt erstmal so ein bisschen die Foundation hier wieder zu retten mit dem Bronzer. Der sieht jetzt aber gar nicht so schlecht aus. Der ist natürlich jetzt im Kontrast recht warm zur Foundation, aber wir kriegen das hin. Ich finde, wenn man uns jetzt so das erste Mal sieht, dann fragen sich die Leute, was ist denn mit dem dicken Jungen hier los und mit dem Geschminkten? Was machen die denn da? Sind die jetzt völlig verrückt? Das frage ich mich auch oft. Wenn du hier neu auf diesem Kanal bist, dann würden wir uns freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst. Und wenn du auf meinem Kanal einmal vorbeischaust und beim Gewinnspiel mitmachst. Mhm. Okay, also tatsächlich sieht es total kacke aus. Nee, sagst es nicht. Aber? Also ich meine, guck mal, egal wie kacke es bei dir aussieht, wenn ich neben dir sitze, mit meinem Look, wird es niemanden geben, der... ich werde immer der Hässigere sein. Highlighter. Der könnte ganz spannend sein. Der erinnert mich ehrlich gesagt so ein bisschen an den Reezy Highlighter. Wer? Rezo hat einen Highlighter? Wow, schaut euch mal das an. Der Rezo Highlighter? Reezy Highlighter. Gebe ich mir jetzt erstmal grob hin. Wir machen jetzt erstmal so grundlegend die Base, die wir... Den liebe ich. Siehst du? Habe ich gut ausgesucht. Ich bin Beauty Guru. Weißt ja? du, was... Wann geht denn Karneval los? Weiß ich nicht. Am 11. Februar? Keine Ahnung. In Berlin, wenn das Video online geht? In Berlin feiern wir sowas. Was für ein Zufall. Hast du doch geplant. Nee, habe ich wirklich nicht geplant. Echt nicht? Jetzt muss ich mir aber erstmal dieses Set hier angucken, was du da gekauft hast. Das Under the Sea Schminkset enthält eine Make-up-Palette, eine Schminkschablone, Perle und Wimpern.
Eine Schminkschablonenperle. Eine Perle, nämlich. Nee, Schminkschablonen. Voll schön. Und Farben. So, ich hole jetzt hier mal. So, jetzt brauche ich mal deine Hilfe gleich. Ich bin gerade voll mittendrin. Du musst mir den Spiegel jetzt mal hier hinhalten. Was denn? So. Okay, ich gehe jetzt in die Farbe Fly With Me und so ein bisschen Explore. Und jetzt, ich habe ja Gott sei Dank recht viel Platz auf meiner Stirn. Ja, nee, nein, zurück. Nein, so, nicht so weit. So, so. Okay, aber es könnte klappen, oder? Weiß ich nicht. Wieso habe ich dir das nicht gemacht? Weiß ich nicht, weil du den Farbverlauf nicht hast, den ich haben will. Du hast den Farbverlauf nicht. Ich habe den Farbfilm vergessen. Zeig mal. Warte, ist, weiß man nicht, ob schon soweit ist. Ich glaube nicht, weil du siehst aus, als ob du grün und blau geschlagen wurdest. Oh nein, voll grün. Oh, ich lieb's. Oh, das ist das mir das Liebste. Oh, da kann man richtig professionelle, schöne Sachen machen, wenn man gut wäre. Oh, das ist wirklich schön. Das macht die Stirn gleich ein bisschen schmaler. Ich möchte es noch auf der anderen Seite. Okay, warte, dann machen wir es nochmal. Jetzt hast du Blut geleckt, ne? Jetzt denkst du, es wird doch kein Trash-Video. Was für schöne Fotos du damit machen könntest. Ja, Halloween ist nah. Ich probiere halt in so verschiedene Farben reinzugehen und so ein bisschen so einen kleinen Farbverlauf drin zu haben. Als ich vor 5 Jahren in einem Angestelltenverhältnis war, hätte ich mir niemals träumen lassen, dass ich hier morgens um 11 Uhr einen ganz kleinen Handspiegel in der Hand halte und dabei zugucke, wie sich mein Partner Fischschuppen ins Gesicht schminkt. Ist mir das Liebste. Okay, jetzt brauchst du den Spiegel nur noch kurz halten. So, hier noch ein bisschen leicht, dass wir so eine kleine Kontur haben. Fantastisch. Sehe ich aus wie Avatar? Nee, du siehst aus wie ein Meerjungmann. So, dann noch ein bisschen hier, dass wir wirklich eine schöne Kontur haben. Oh, wow. Und hier noch ein bisschen auf die Stirn. Bitteschön. Dankeschön. Ist mir das liebste Make-up heute. Darf ich diesen kleinen Spiegel jetzt runterhalten? Jetzt darfst du ihn mir in die Hand geben. Mhm. Passend dazu mache ich tatsächlich noch so einen kleinen Lidschatten-Look, dass es nicht ganz so verrückt wird. Geh in die Farbe Celestial. Ich möchte, dass du einen ganz krassen so Schiss-Laveng machst. Was ist denn ein Schiss-Laveng? Das ist eine, das sagt der Beauty-Guru, eine weiterführende Linie. Ein Liner. Also ich muss sagen, ich war erst ein bisschen skeptisch, dass ich hier gleich so aussehe, wie ich jetzt aussehe. Mit meinem Look? Nee, mit diesem Fischschuppen im Gesicht. Voll gut, ich finde, das ist die Idee. Ich meine, du machst hier den Mega-Look und ich sehe, aber ist ja egal. Aber es gab auch noch eine Rehschablone von dem Set. Vor allen Dingen, ich überlege gerade, wie wir so in der freien Natur vorkommen würden. Ich als korpulenter Tiger, der den ganzen Tag nur im Dschungel liegt und du als schuppiger Fisch. Wir würden uns niemals treffen im wahren Leben. Nee. Ich habe schon überlegt, ob wir gerade unsere Sternzeichen... Nee, wir sind doch im Jahr des Tigers. Ja. So, ich ziehe mir eine Cut-Crease schnell. Mach das mal. Wirklich, also ich war sehr skeptisch, was du da ausgesucht hast. So, eine kleine Cut-Crease. Freunde, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob man die Lidschatten, die oder die Farben, die da drin waren, unbedingt braucht. Aber... Ich möchte, dass du dir noch ein so Neptun-Symbol auf die Stirn malst. Oh, das sieht voll gut aus. Und du hast mir diesen Stift ausgesucht, als hättest du es wirklich geahnt, ne? Nee, ich habe das wirklich geplant, den hier. Achso. Von Catrice, den Kolkaya in Blau. Nein, ich dachte wirklich mal, ich gebe ihm mal ein bisschen mehr Mühe, damit ihr einfach ein schönes Video bekommt. Ihr seid so toll immer zu Maxim und er erzählt immer von seiner lieben Community. Ja. Und deswegen dachte ich mir, wir wollen euch mal ein ganz tolles Video machen. Ich benutze Unterhaltung, quasi für die stillen Pausen, wenn Maxim sich konzentriert. Und Maxim ist der Künstler. Vielleicht sollten wir dir auch gleich mal ein Einhorn aufsetzen. Das ist eine schöne Farbe. Ist wunderschön. Also, das ist der schönste Look ever. Was geht los da rein? Ach, ich gucke wieder so viel Dschungelcamp, ne, Freunde? Trash-TV. Ist shaky. Sagt ihr das immer so hier? Ja. Yeah. Jetzt wäre natürlich eine blaue Lippe auch gut. Ich will aber ganz... Geht manchmal schneller, als man denkt, Hasi. Was ist das denn für... Das war da mit drin. Also... Ihr kennt Sabrina Rudnick mit Sicherheit alle mittlerweile, aber das ist hier ja jetzt... Wer ist Sabrina Rudnick? Unsere Freundin. Das ist unser kleines Geheimnis. Macht die so Anti-Schrunden-Creme? Aber die ist pigmentiert. Hallo? Warte mal. Nee, Sabrina Rudnick macht genau so ein Make-up. Mögen wir sie? Nee. Also doch, ja. Kennen wir sie? Kenn ich sie? Habe ich mit ihr schon mal geredet? Nein. Und Sabrina Rudnick ist eine fiktive Person. Ach, die gibt's gar nicht. Nee, die macht aber billig Make-up beim Euroshop. Kann sie ja nicht, wenn es sie nicht gibt. Naja. Mein Look ist übrigens fertig. Schreibt es mir in die Kommentare, ob ich euch an eine Tigerkatze erinnere. Also ich muss sagen, die Farben hier drin, die sind okay für so ein paar... Das sind wunderschöne Schimmerfarben. So. Also ich würde dich daten, wenn ich eine Meerjungfrau wäre. Soll ich wieder mein Celine Dion-Lied singen von dem anderen Video? Nein. Und jetzt den Lippenstift hier noch?
Pink Brandy? Ja, genau. Wir wollen dem Meerjungmann dann noch eine kleine Apricot-Lippe geben. Aber wir haben auch noch den Lippenbooster. Ach ja, der muss natürlich auch noch rauf. Aber der geht da nicht rauf, glaube ich. Soll ich das öffnen? Farbe sieht ganz schön aus. Riecht gut. Passt halt gar nicht zum Look. Aber den kann ich mir... Für Halloween aufheben? Als Blush gut vorstellen. Nee, blaue Lippen hätten besser ausgesehen. Blaue Lippen hätten besser ausgesehen. Hast du blauen Lippenstift? Ja, wir haben doch hier einen blauen Liner. Besser? Ja, schon. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr den Look auch so fühlt wie ich. Sind wir nicht jetzt auch im Monat des Wassermanns? Ja, sind wir. Mein bester Freund hat... Ja, wir sind im Monat des Wassermanns. Mann, das ist ja so perfekt aufeinander abgestimmt. Ich Tiger, du Wassermann? Wir haben voll Zodiac erfüllt. Redest du nicht mehr mit mir? Ich bin gerade total fasziniert von diesem... Also, mal ganz unter uns gesagt, ne? Eigentlich ist ja natürlich wieder Trash, was wir machen. Gar nicht. Sagte der Tiger mit den Gay-Einhornhörnern. Und ich bin ein Tiger. Okay. Also, der für Lippen ist ja nicht so gut. Ich mache jetzt aber einen Ombre-Lip und nehme... Mexikanische Lippe? Was ist denn ein Ombre-Lip? So ein kleinen Effekt hier. Aha, juckt und schon. Oben drüber, damit wir wirklich alle Produkte benutzt haben von Essence, diese Gloss-Version. Schmeckt? Das ist Kokosöl. Ne? I, du hast da Sabba. Das ist Kokos. I, du hast da Sabba. Freunde? Brauchst du Setting-Spray? Nee. Brauche ich, glaube ich, hier nicht. Aber ich glaube, das ist der Look. Ich glaube, das sind die Looks. Was sagt ihr? Hervorragend. Wie gefällt er dir? Du siehst super aus. Also das war wirklich eine schöne Idee. Also ich kann mir wirklich vorstellen, diese Schablone aufzuheben. Aber du hast noch nicht das hier benutzt? Ja, die benutze ich jetzt nicht. Und die Perlen hast du noch nicht? Ja, da könnte man noch ein bisschen erweitern. Ich würde mir hier so ein kleines Neptun-Dreizack-Symbol vorstellen. Könnte ich mal irgendwann machen zu Halloween dann. Weil die Produkte sind ja jetzt da. Also klar, das ist jetzt nicht so unbedingt ein Look, mit dem man vielleicht vor die Tür ginge, aber... Und doch, ich auch. So fahre ich du gleich tanken. Du gehst gleich raus, ja, genau ich so. Ich fahre genau so zu Aral tanken. Und ich glaube, wir haben wirklich, also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Was sagt ihr, Freunde? Wie gefallen euch unsere beiden Looks? Hier habt ihr noch mal ein kleines Close-up von unserem kleinen Tiger Danny. Ich bin der Tiger, vergesst das nicht. Und hier seht ihr auch noch mal die kleine Meerjungfrau Maxim. Ist wirklich verrückt geworden. Ich bin super gespannt, was ihr zu diesen chaotischen Videos sagt. Schaut unbedingt bei Dannys Kanal vorbei. Dort findet ihr selbstverständlich ein paar kleine Neuheiten, die wir gekauft haben. Und das dicke Gewinnspiel. Nein. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Dick sagt er zu mir. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Hat viel Spaß gemacht. Ihr seid die beste Community. Vergesst das nicht. Und wir haben... wo habe ich denn jetzt reingefasst? Ja, in den Concealer. Wir haben euch lieb, wollte ich sagen. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.